Ja, guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Celtic FC. Endstand 3:2 für die Werkself. An meiner Seite Cheftrainer Gerardo Seoane und unser Mittelfeldspieler Robert Andrich. Und ich würde euch bitten, erst die Fragen an den Spieler zu stellen, damit er dann weiter kann, und dann den Trainer. Vielleicht, Philipp Ahrens fängt an, sehr gerne, von der Bild-Zeitung. Ja. Welcome to tonight's press conference after the Europa League game between Bayer 4 and Celtic, which turned out 3-2 win for the Werkself. With me I have our coach, Gerardo Seoane, midfielder Robert Andrich. Please put your questions to the player first. Ja, Robert, war es dein erster Doppelpack, ist das richtig, überhaupt als Profi oder nur in der Europa League? Das war die eine Frage. Und das andere war, was ist in euch vorgegangen, als es plötzlich 1:2 stand? Das war ja, gab es da irgendwie, was ging da in euch vor, dann diese Moral, dieses Spiel dann noch am Ende zu gewinnen? Danke. Die Fragen mit dem Doppelpack. Also Profi zählt ja, glaube ich, ab dritter Liga. Dann müsste es, glaube ich, mein erster Doppelpack gewesen sein. Ich glaube, zuvor war es meine Regionalliga damals noch. Also natürlich waren wir kurz geschockt nach dem 2-1, weil es eigentlich gar nicht so richtig, wir haben es nicht kommen sehen, aber es war dann so, wir haben einen kurzen Moment gebraucht, aber ich denke trotzdem, dass wir dann, 15 Minuten danach dann wieder die Kontrolle gehabt haben, uns Chancen kreiert haben. Ich denke, man musste auch einen Tick weit geduldig bleiben oder sein. Am Ende denke ich uns, verdient belohnt am Ende. Yeah, the question, is that your first brace? First question. And what do you think after going 2-1 down? What were your thoughts, or the team's thoughts? Brace, I think at third division level was, certainly in the regional league, but that's first at the top level. Going behind at 2-1 was a bit of a shock. I don't think we saw it coming, but I think it took us a short time to gather ourselves, but 10 minutes later, I think we were back in control, creating chances again, but we had to show patience, and in the end, I think we deserved to get the result that we did. Christian Krämer von der Kölner Stadtanzeiger. Nach deinem zweiten Tor hat, glaube ich, dein Gegenspieler den ersten Jubelschrei direkt ins Gesicht abbekommen. War da irgendwie vorher ein härterer Zweikampf, oder was war da die Hintergeschichte, die Vorgeschichte? Ja, also ein Tick weit Provokation gehört zum Fußball dazu, vielleicht manchmal bei mir ein bisschen mehr. Dann beim 2-2 ging die Emotion vielleicht ein bisschen mit mir durch. Er war mein Gegenspieler die ganze Zeit bei den Ecken und ich glaube, er war ein bisschen geärgert, dass er die ersten zwei Ecken nicht so gut verteidigt hat. Beim ersten habe ich noch nicht reingemacht, beim zweiten habe ich noch reingemacht. Danach hat er hat das sehr ernst genommen mit seiner Verteidigung. Von daher wollte ich ihm einfach zeigen, hier kannst mich auch manchmal nicht decken. Und es war einfach Freude mit ein bisschen Provokation. Yeah, at the second goal, it looked like you screamed your joy into the face of your opponent. Had it been a tough tussle with him? Well, I think provocation is all part of football, and perhaps more so with me. I think there was a bit more emotion shown with that, because my opponent at the corners, this first one didn't score, the second one we did, and it was after that was carried on being a tough encounter with him. But in the end, I think it was just me showing my joy at that scoring. Holger Schmidt war der Nächste von der DPA. Ja, Herr Andrich, als Sie im Sommer kamen, waren manche sich nicht so sicher, ob Sie sich durchsetzen würden, sagten, Sie haben schon viele Sechser, Sie kommen von Union, jetzt sind Sie Stammspieler, Torschütze, die Fans haben Ihren Namen gerufen nach dem Spiel. Wie fühlt sich das an und hätten Sie sich das ungefähr so vorstellen können im Sommer, als Sie hier angekommen sind? Ja, natürlich hat es mich riesig gefreut. Ich denke, es ist nicht alltäglich, wenn man dann vor der Kurve steht und der Name wird gerufen. Das ist schon sehr schön für die Seele. Vor allem bei so einem schönen Abend dann mit einem 3-2-Sieg und dem Gruppensieg. Was heißt vorgestellt? Ich habe natürlich gewisse
Sachen, die ich mir vorstelle, beziehungsweise die ich erreichen möchte. Ich wusste, dass es aber auch nicht einfach ist, weil halt einfach die Qualität auch riesig ist. Und ich wollte einfach mit meiner Art Fußball zu spielen, ja, soweit es geht, der Mannschaft helfen. Und ja, dass es dann momentan jetzt auch mit Toren klappt, freut mich natürlich umso mehr. Aber ja, aktuell ist es ja auch, was die Tore angeht, gar nicht so verkehrt. The question, when you came this summer from Union Berlin, people saying, perhaps talking about it, well, have it been easy to make your way through, given there were already other holding midfield players? So how did you feel? And how did you feel that your people are cheering your name? It's a great feeling, having the fans calling out my name, and that's good for the soul, as is the 3-2 win and winning the group. When I came here, I had certain ideas and aims, but obviously it wasn't easy given the quality of teammates. But I wanted to bring my way of playing into play and to help out the team. And goals recently have added more to it, and there's certainly things to enjoy. Philipp Ahrens von der Bild. Ja, Robert, heute war richtig viel los im Stadion von beiden Seiten. Jetzt geht es am Sonntag nach Leipzig, wo es nach ja, mehreren Monaten wieder mal ein Geisterspiel gibt. Wie nimmst du das auf? Was geht da in einem vor, wenn man jetzt diesen, ja, diesen Bruch dann quasi wieder dann erleben muss? Ja, ich glaube schon, dass es anfangs schon ein Unterschied sein wird. Ich glaube, das kann man, glaube ich, nicht so einfach wegsprechen, dass wir jetzt ohne Zuschauer spielen. Aber das darf uns gar nicht so lange beschäftigen, weil da geht es auch wieder um Punkte. Und ja, Leipzig muss ja genauso damit umgehen können. Aber ich denke schon, dass es ja, im ersten Moment schon wieder ungewohnt sein wird. Aber ja, ich hoffe, dass wir das schnell ablegen können. Ja, comparison of today's game, that was lively from both sides and both sides' supporters. And Sunday, the game behind closed doors at RB Leipzig. What are your thoughts? I think there is going to be a difference, and it's not easy to just wave it away playing behind closed doors. But I think we've both are in the same position of wanting to gain points, so that's what we need to focus on playing for the game. I think it'll be the same for Leipzig. Wenn es keine Frage mehr für den Spieler gibt, danke ich dir, Robert. Mhm. Gerne. Und wird dann den Trainer ins Spiel bringen wollen und ihn erstmal fragen. 3-2 Sieg nach 1-2 Rückstand gegen Celtic FC, das Achtelfinale vorzeitig erreicht. Wie lautet dein Fazit der Partie? Wie bewertest du sie? Ja, zuerst ein großes Kompliment der Mannschaft für die ganze europäische Kampagne. Es ist nicht selbstverständlich, ein Spieltag vor Schluss schon durch zu sein und das als Gruppenerste. Darum großes Kompliment. Ich glaube, wir haben uns heute in vielen Dingen verbessert zum letzten Bundesligaspiel. Besser verteidigt, viel kompakter, viel strukturierter und auch offensiv mit dem Ball. Viel weniger Eigenfehler, eine viel bessere Passqualität und Struktur in unserem Spiel, was sich auch wieder in sehr vielen Torchancen ausgewirkt hat. Leider nicht die Kaltschnäuzigkeit, die Kaltblütigkeit, die es braucht vor dem Tor im Moment, haben uns am Schluss belohnt für den riesigen Aufwand, aber ich glaube, wir hätten schon vorzeitig das ein oder andere Tor machen müssen. Ich denke, sicher noch herauszuheben ist die Leistung der Spieler, die reingekommen sind, vor allem Sinkgraben und Amiri, die über links nochmal richtig Dampf gemacht haben und der Mannschaft nochmal einen Schub gegeben haben. Ja, Kompliment allen Spielern. Ich denke, das ist ein verdienter Sieg. Danke dir. Gibt es Fragen von euch an den Trainer? Oh, Entschuldigung, klar, natürlich. Ja, da ist die Frage, also nach dem 3-2. So the question after the 3-2, reached the last 16, how does it feel? Well, first of all, I have to say compliment to the team. It's not easy finishing top of the group in Europe. And I think we've improved from last Bundesliga outing and certainly in terms of defence and better organisation, but also attacking with the ball.
And I think there's more, evidently more structure in our game. We succeeded in making chances, though perhaps lacked clinical finishing at times. But at the end, I think we were rewarded, and I have to compliment the subs, Daly Sinkhaven and Amiri, and they really helped the team towards the end of the game. Holger Schmidt, DPA. Ja, eine ähnliche Frage dann an Sie. Was sagen Sie denn zu der Entwicklung von Robert Andrich? Gerade in den letzten Wochen. Gut, wir haben uns schon was überlegt bei der Entscheidung dieser Personalie. Er bringt diese gewisse Robustheit, Zweikampfstärke, Mittelfeld, aber auch Spielintelligenz und Technik. Also das ist nicht nur ein Spieler, der Zweikämpfe gewinnt, sondern dann auch im Offensivspiel alles, was er macht, Hand und Fuß hat. Ich glaube, dass es normal ist, dass ein Spieler ein bisschen Zeit braucht, bis er sich der neuen Umgebung angewöhnt, dass er mit seinen Mitspielern oder auch eine neue Spielweise adaptiert. Und in den letzten Wochen für uns auch durch die Ausfälle von gewissen Spielern immer wichtiger geworden und hat auch diese Rolle gut interpretiert, hat diese Chance extrem auch genutzt, hat auch Verantwortung übernommen und auch ja, diesen Biss und diese Mentalität auch nicht nur zu verteidigen, sondern auch zwingend zu sein im Abschluss, sowohl in Berlin wie auch jetzt, hat er der Mannschaft extrem geholfen. Similar question, what's your assessment of Robert Andrich? I think it's no coincidence when a player like that comes in, he does have certain amount of robustness and strength in challenges, but there's more to that, that his attacking game as well. And obviously, I think in any play, it takes time to fit in with new players and a new approach to the game. In recent weeks, he's proved more and more important, and with players being out, he's also taken that chance and has done really well in that point of time. So I think it's partly the determination, but also his balance in between defence and attacks, which he also showed at Union Berlin. Gibt es noch weitere Fragen an den Cheftrainer? Any more questions? Das ist nicht der Fall. Dann danken wir euch fürs Kommen. Die nächste PK kommt hier Schlag auf Schlag. Morgen 13 Uhr ist die Vorspieltagspressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel. Da werden wir wahrscheinlich einige wiedersehen. Schönen Abend noch und den Gästen aus Glasgow und guten Heimweg. Danke. Another press conference tomorrow at 1 o'clock, but for visitors from Glasgow, have a safe journey home.